Hallo Leute, hier ist wieder Timo von Timos Modding Chamber mit einem neuen Video. Und zwar möchte ich euch heute mal das Cooler Master HAF XB Evo LAN-Box Gehäuse zeigen. Das Ganze ist ein Case, was ihr mit auf die LAN oder zu eurem Kumpel mitnehmen könnt, wie auch immer. Hier vorne steht noch auf der Verpackung Case, Testbench und zum Beispiel, dass wir zwei Lüfter mit dabei haben, Front USB 3.0 und zwei X-Docs Base, die zeige ich euch gleich auch nochmal. Und ja, ich würde sagen, das ist die Front der Verpackung. Ich zeige euch mal die nächste Seite der Verpackung. Diese sieht dann so aus. Ich zoome das Ganze einmal für euch ran. Schwupp. Hier drauf zu sehen, Materialien, Größe, Gewicht und so weiter und so fort. Zu der Größe kann ich euch sagen, das Gehäuse ist 442x330x423mm groß. Das Gewicht beträgt ohne eingebaute Hardware 8,2 Kilo. Die Mainboard-Typen, die ihr verbauen könnt, sind ATX, Micro-ATX und Mini-ITX-Systeme. Und ja, den Rest zeige ich euch einfach, würde ich sagen. Ich drehe das Ganze nochmal weiter. Die Verpackung hat ja vier Seiten. So schaut das dann aus. Hier haben wir so ein paar Informationen. USB 3.0, das Innenleben des Gehäuses. Und ja, soweit dazu. Ich drehe das dann nochmal. Dann haben wir nochmal eine schöne Ansicht des Gehäuses. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal das Gehäuse selber. Und zwar habe ich das Ganze schon aus der Verpackung genommen, weil das im Video immer etwas doof zu machen ist. Das Gehäuse schaut wie folgt aus. So schaut das Gehäuse aus. Ich hole es euch noch ein bisschen nach vorne. So. Das ist also die Front des Gehäuses. Ich zoome mal wieder ein Stück zurück. Jetzt habt ihr das Gehäuse in voller Pracht vor euch. Und ja, die angesprochene Front des Gehäuses, zwei vorinstallierte Jetflow-Lüfter in 120mm, das schicke Cooler Master-Logo, Power-Taste, Reset-Taste, Mikrofoneingang, Kopfhörerausgang, zweimal USB 3.0 und zwei Base für zum Beispiel euer Laufwerk oder Lüftersteuerung, Ausgleichsbehälter für die Wasserkühlung, wie auch immer. Immer so, wie ihr das gerade braucht. Und hier haben wir die X-Docs. Glaube ich hießen sie, ja, ich glaube. Das Ganze funktioniert wie folgt. Ihr zieht hier einfach dran. Schwupp, das Ding ist offen. Ihr klemmt eure Festplatte hier rein. Zack, zack. Die Pins kann man so an der Seite drücken. Und ja, recht einfach. Eigentlich ein sehr tolles Feature. Zack, zu. Und schon habt ihr eure Festplatte montiert. Ihr müsst nur noch die Kabel von hinten anschließen. Und ja, soweit zu der Front, würde ich sagen. Dann zeige ich euch einmal die Seiten. Die erste Seite gestaltet sich so. Praktischer Tragegriff, weil LAN-Box, ne? Wissen wir ja. Mit Lüftung sozusagen. Dass die warme Luft auch nach außen dringen kann. Und ja, die Tragegriffe haben wir natürlich auf beiden Seiten. Hier auch nochmal, auch die Lüftungsschlitze. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns mal das Gehäuse von innen an. Dazu öffne ich einfach einmal einen Seitenteil mit den beiden Daumenschrauben. Ganz einfach gemacht. Zack, könnt ihr die sehen? Ja, da sind sie. Deckel ab. So sieht es von innen aus. So, was finden wir im Inneren? Einmal Montagezubehör fürs Gehäuse. Ich schaue mal, ob ich das hier so einfach mal rauskriege. Ja, zugezwirbelt. Ich ziehe da einfach mal dran. So, Montagezubehör in einer schicken braunen Kiste. Das schauen wir uns gleich auch noch an. Des Weiteren finden wir im Gehäuse selbst Anschlüsse der Lüfter. Einmal 4-Pin-Molex und einmal 3-Pin-Molex. Und dann haben wir hier noch die Frontanschlüsse. HD Audio steht hier drauf. Power LED, Power SW. Und dieser dicke schwarze ist der angesprochene
USB 3.0 Stecker für die Frontanschlüsse. Und ja, hier können wir zum Beispiel auch noch Festplatten verbauen. Hier unten, ich hebe das mal ein bisschen hoch, besserer Einblick für euch. Und ja, das also die erste Seite. Zack. Öffnen wir mal auch noch die zweite Seite, auch wieder zwei Daumenschrauben zu lösen. Und schwupp, ist der Deckel ab. So, was wir sehen, das Mainboard Tray. So, auch das Mainboard Tray ist natürlich rausnehmbar. Oh, da hat einer die Schrauben schön angeknallt. Die löse ich euch einmal, damit wir uns das Ganze auch einmal anschauen können. Auch wieder zwei Daumenschrauben. Das sind diese. Und dann kann man schon, soweit ich das jetzt weiß, achso, jetzt weiß ich nicht, nach vorne und nach hinten, scheinbar geht es dann nach vorne raus. Oder man kann es einfach so hochnehmen. Ah ja, auf der anderen Seite natürlich auch noch zwei Daumenschrauben. Das Ganze ist natürlich mal wieder ein Live-Video und ich werde hier nichts schneiden. Darum verzeiht mir, bin ich nicht ganz so vorbereitet wie Ecke. Doch, ich bin eigentlich sehr gut vorbereitet, würde ich behaupten. Auch hier wieder zwei Daumenschrauben lösen. Zack. Und dann kann man das Mainboard-Tray rausnehmen. Jetzt muss ich nur einmal gerade gucken, wie nimmt man das am besten raus. Ich würde sagen, genau, nach oben nimmt man das raus. Und oben ist natürlich auch schon das passende Stichwort. Auch für oben gibt es wieder zwei Daumenschrauben. Und wir können den Deckel lösen. So schaut der Deckel aus. Hier ist ein 200 mm Lüfter montierbar. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ja, vier Löcher für die Lüfter. Und ja, das Gehäuse selber gibt es natürlich auch nochmal in einer anderen Ausführung. Da habt ihr dann nicht das Mesh hier, sondern ein Sichtfenster, wo ihr dann von oben auf eure Hardware gucken möchtet, könnt, wie auch immer. So, dann drehe ich euch das einmal so, dass ihr die Ansicht von oben auch einmal bekommt. Schwupp. So also die Ansicht dann von oben. Das angesprochene Mainboard Tray, was man entnehmen kann, lässt sich entnehmen, indem man das hier so an den Kabel vorbei führt. So. Und hier hätten wir das Mainboard Tray. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Zu montieren, wie gesagt, ATX, Micro ATX und ITX. Und ja, recht simpel, rausnehmen, aufschrauben, wieder rein ins Gehäuse und schon habt ihr keine Engpässe sozusagen. Schauen wir nochmal weiter. Genau, auch sehr interessant ist, ihr könnt recht große Netzteile verbauen. Mit einer Länge von, jetzt müsste ich mal einfach hier einmal gucken, kleinen Moment. Ich werde es bestimmt rausfinden. Ihr könnt Netzteile verbauen mit einer Gesamtlänge von, wo steht es denn? Steht es hier? Nein, da steht es nicht. Hier steht es vielleicht. Genau, mit einer Länge von 18 cm. Was natürlich zum Beispiel für die großen 1000 Watt Netzteile sehr gut ist. Das heißt, ihr habt hier hinten, könnt ihr das sehen? Nein, könnt ihr nicht. So, wie so ein Adapter, wo ihr das Netzteil einschraubt. Und auch das könnt ihr dann einfach einschrauben mit vier Daumenschrauben oben unten befestigt. Auch sehr schick. Auf der Unterseite befindet sich ein Staubfilter. Auch sehr vorteilhaft. Staubfilter, hier, ja. Einfach zu montieren, einfach drunter schieben, das rastet ein und dann ist er fest. Das ist also die Rückseite. Hier haben wir 7 Slotblenden, das heißt für Grafikkarten, Netzwerkkarte, Soundkarte, was auch immer. Hier hätten wir noch 2 Anschluss- bzw. Löcher für 80 mm Lüfter, die ihr verbauen könnt, um auch genug Airflow zu bekommen. Und ja, was gibt es hier noch Schönes? Ich glaube, ich nehme einfach einmal die Kamera und leuchte mal hier so von oben rein. Hier hätten wir eine Anschlussplatine für S-Adapter und das Ganze kriegt dann Strom über den
S-ATA-Anschluss, das ist dieser hier. Das ist dann für euren X-Docs, also die vorderen Einschübe für eure Festplatten. Wirklich eine sehr coole Lösung. Ihr braucht also nur quasi einen anschließen und könnt dann schon zwei, also ihr schließt diesen einen S-ATA-Anschluss an euer Netzteil an und könnt dann zwei S-ATA-Festplatten anschließen. Wirklich eine coole Geschichte. Und ja, so schaut das Ganze also von oben nochmal aus. Hier die angesprochenen 120 mm Lüfter. Sorry dafür, dass ich jetzt ein bisschen rumwackel, aber ich habe die Kamera jetzt frei in der Hand. Und ja, das also der Blick von oben ins Gehäuse, ohne Mainboard Tray, sorry. So, ich stelle euch mal hier wieder ab. So, das also wie gesagt die schöne Heckansicht des Gehäuses. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht wirklich was vergessen. Ich glaube nicht. Und ja, wie gesagt, sehr schlichtes, schwarzes, schönes Design. Und ja, das Gehäuse wird von mir noch weiter bearbeitet. Deswegen verfolgt ruhig meine weiteren Videos hier. Immer wenn es ums HAF XB Evo geht, gibt es ein neues Video mit weiteren tollen Sachen, die ich so vorhabe mit dem Gehäuse. Weil es soll nicht so bleiben. Wir machen daraus mal was Schickes und ich denke, ich habe mir da überlegt, ihr könnt vielleicht mitentscheiden so ein bisschen. Oder auch nicht, wir gucken mal. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie das wird. Das wird auf jeden Fall das Gehäuse zum neuen Projekt. Und ja, seid gespannt, ich bin's auch. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet bei meinen Videos. Und ja, gebt mir einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Hier so, ne, diesen hier. Oder diesen, wenn es euch nicht gefallen hat. Und ja, vielen Dank an Cooler Master für die Bereitstellung des Samples. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Timo von Timos Modding Chamber. Ciao.